Da sind wir wieder. Auf meinem Channel. Guck diese Folge nur, wenn du die vorherigen drei Folgen auch schon gesehen hast. Hast du die verpasst, dann packe ich dir jetzt da oben so ein kleines Ding rein. Da kannst du draufklicken und da kommst du zu den ersten Folgen. Wenn du es schon geguckt hast, dann kannst du jetzt hier weiter gucken. Ehre in den Arsch rein, ganz tief. Sehr schön. Mit Druck auch, ne? Fest. Manchmal raus auch, oder ne, rein? Manchmal muss auch ein bisschen stopfen. Raus oder rein? Kommt Nein. der Druck es kommt rein? Alles rein. Aber das tut weh. Ja. Erinnert mich so mit der Mucke so ein bisschen an Stranger Things. Ja. Wir müssen noch Finale gucken. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ich glaube, die letzte Folge 2,5 Stunden. Aber ich habe voll Positives gehört. Ja. Wir sitzen fest. Oh Gott. Gestrandet. In der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Insta-Story. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophen? Sie ist schon heiß, aber sie ist nicht sympathisch. Das tötet es mir halt so extrem. Mhm. Ja, ja. Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber man gewöhnt sich daran, schätze ich. Ist das Flirten? Nee. Aber er findet's geil. Was? Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein Sch... Damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Dicke Würste? Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Letzte Babybell. Ich will nicht. Oh. Ja! Wow. Oh, meine Fresse. Und Schnitt. Das hätte ich auch hingekriegt. Du hast sie gelockert. Das ist Flirten. Okay, also. Das sind dicke Melonen. Wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Ich hab's in der Kiste. Ja, ich muss mich zusammenreißen. Beep, beep, und nichts beep, sagen. Und beep, auch noch was, Obst. Was denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lehm du bist? Was? Aber lehm? Das ist mein Bier da, Mann. Wie lehm? Ich gehe woanders hin. Zum Töpfern. Wieso lehm? Oh, lehm wollte ich sagen. Die haben echt alles leergeräumt. Ja, aber sie ist uncool. Sie ist lehm. Sie ist zum Töpfern. Mr. H. liebte seine Accessoires. Zum Töpfern? Zum Pudern? Nee, das wäre ja sexistisch. Kann man nicht aus Ton töpfern? Hm. Ist Tönfern? Aber verriegelt. Tönfern? Warte, können wir da jetzt mal aufpassen? Wäre auch zu einfach gewesen. Wieso sind da dicke Melonen? Oh. Wodka-Melone? Oh. Nee. Ja! Jackpot! Alter, was ist mit ihm? Mach das wirklich. Sieh nur meine Riesenmelone. Oh nee, mach das nicht. Hier. Einfach ein Loch reinschneiden. Und dann Wodka rein. Dann rein mit dem Wodka. Oh mein Gott! Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja, mehr Spaß kann man Mega mit geil. Melone nicht haben. Oder... Woman of Culture. Vielleicht auch doch. Okay, ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. Müssen wir echt mal machen im Sommer. Ach, es ist ja Sommer. Ich krieg davon auch nichts mit. Ich krieg schon einiges davon. So, jetzt bin ich hier, wie heißt sie überhaupt? Ich habe den Namen vergessen. Laura. Nee, Laura war die erste. Alter, er sieht super gruselig aus, wie er da steht. Mhm. Hier ist irgendwas. Emma. Emma. Warum haben die kein Licht in ihren Vorratsräumen? Da ist eine Karte. Oder nee, ist nur dieses Werbeplakat. Harem Scarum? Anklicken. Diese Flugblätter bewerben einen Wanderzirkus namens Harem Scarum. Das Datum liegt über 6 Jahre zurück. Harem Scarum. Den haben wir doch, das haben wir schon mal gesehen. Da mit der anderen. Ja, aber das war... Im Prologue. Proly. Okay, ja, was suchen wir hier eigentlich? Mal da hinten. Wodka. Suchen wir Wodka? Aber es ergibt keinen Sinn, warum es hier überhaupt Alkohol geben sollte.
Also hochprozentigen, weil es ein Kindercamp ist. Ja, aber damit man die Kinder aushält. Alter, warum sind Regale hier? Links unten war, glaube ich, was. Okay, es hat nur geleuchtet. Willst du spielen? Nee. Ja. Wer kauft den Scheiß? Ah, der Alk, der den Kids abgenommen. Ja, moin! Ah, der Hunter. Der spielt Hunt Showdown. Die Kamera ist jetzt ein bisschen anstrengend, weil das so nah an ihrem Nacken ist. Zeit. Geh nicht zum Fenster. Na doch, wir lassen uns abknallen. Warum? Ich guck. Oh, Payday? Hm. Ich bin da. Hallo, alte Freunde. Das hat eher was von Perch. True. Requisiten anlassen, Jacob erschrecken. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Das passt auch zu ihr. Ja, okay. Sie ist bösartig. Schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Der ist wahrscheinlich schon tot. Ah, mein Gott! Was hast du denn jetzt? Was hast du denn immer? Da war doch gar nichts. Ich hab Angst. Ich hab wirklich Angst. Oh Mann. Ich hab wirklich... Hey, was ist? Ist doch nichts passiert. Nein, da draußen ist der andere Dude. Das ist mega schief gehen. Draußen ist der andere Dude. Ja, aber es ist doch jetzt gerade nichts passiert. Ich hab Angst. Jacob! Jacob Pinchon. Nee, doch nicht. Hallo? Jetzt wird sie ihn erschrecken und dann glaubt er, wenn er in den echten Hunter reinrennt, wenn du mich Hunter erschrecken willst, daraus wird nichts. Emma, lass dich Spielchen. Und dann... Oh Gott, das ist eine gruselige Maske. Keine Angst vor Clowns? Das war echt lame. Sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich meine, ja. Wow. Und wie witzig ist das, kleiner Junge? Ich, Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen Kleinwagen quetschen, als wäre es nichts? Ich... What the fuck? Ich... Was ist das gerade? Was? Chance vertan. Aber nicht vergessen. Was ist mit ihr? Ich bin so verwirrt. Hm. Hast du es verstanden? Nee. Jetzt nicht noch mit der Spinne erschrecken. Einfach nochmal probieren. Nee, jetzt müssen wir da an diesen Kühlschränken vorbei. Da sind sicher abgetrennte Finger oder so drin. Noch nicht. Die Jagd hat ja noch nicht begonnen. Oh Gott! Die sind groß genug, dass dann deine toten Freunde da drinnen landen. Das sind Menschenkühlschränke. Oh. Was? Das habe ich jeden Tag. Was? Das! Was ist das? Das sind Menschenkühlschränke, Alter. Es gibt ja so Eignungstests für bestimmte Dinge im Leben. Und es gibt auch so einen Psychopathentest, den solltest du vielleicht mal machen. Hä? Was willst du jetzt? Versperrt. Es gibt so einen Test, den man machen kann. Da gibt es bestimmte Fragen. Ich schieße selber auf. Ich hätte noch Jacob anrufen können. Oh, tja. Verdammte Scheiße! Ich habe herausgefunden, ob du das Potenzial hast, Mörderin zu sein. Ja, aber das weiß ich, aber was willst du mir sagen? Schnauze! Dass du eine Psychopathin bist. Jetzt kommt er wieder mit seinen Brüsten. Ja. Nice. Jetzt guck da hin. Oh mein Gott! Ja, was hast du denn? Alter, da ist eine Tür aufgegangen! Doch fett. Oh mein Gott! Jetzt hat Kiba sich erschrocken. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was?
Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Wir sind zu laut, Kiba, glaube ich. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh, ja, Mann. Wodka. Hier ist Bier. Das reicht. Boom. Spiel das sind Amerikaner. Wie du willst. Amerikaner sind aber nicht gut im Bier trinken, glaube ich. Nee, deswegen. Der holt 6 Bier für 8 Leute. Das sind Amerikaner. Noch eine Menschengefriertruhe. Hier ist erstmal irgendwas Geiles noch drin. Schade. Was ist denn da so drin? Würstchen. Menschenwürstchen. Eyeballs. Da sind Eyeballs drin. Ja, ich kann dieses Spiel nicht. Ich habe so viel Stress. Zombie-Flash. Ah, das ist wahrscheinlich sind so Kindereissorten, oder? Ja, sieht danach aus. Jacob, sieh mal hier. Was? LB zum ich Ansehen. Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Ja, sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay, da sind Zelte an der Feuerstelle. Da dran. Los, gehen wir. Zerfetzte Wanderrucksäcke mit getrocknetem Blut besprenkelt. Ich hatte gerade einen Leck. Im Kopf, oder was? Ja. Ich kann das andere aber nicht mehr angucken. War das ein Bär? Weißt du, worauf ich mich heute freue? Auf was? Ja, erzähl. Wenn ich keine Angst mehr haben muss. Oh, cool. Oh, eine Knifte. Was ist da? Eine Flinte. Oh, cool. Und ein Code. 7739. 7739. Für den Code vorne. Für den Safe. Der Digger-Safe. Alter, es ist... Ah, meine Taschenlampe. Oh mein Gott. Fertig. Warum nimmt sie die denn mit? Normaler, also... Chips. Warum nimmt sie nicht die Chips mit? Ich kann hier aber irgendwie nochmal ran. Achso, ich kann mir das noch angucken. Sie sind wirklich Amerikaner? Ja. Okay. Gut, er hat das Bier, wir haben die Knifte. Abfahrt. AB20 trainiert. Du willst, die Knarre echt behalten, hä? Ja, für Bären. Okay, also ich such dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Ich hab so Stress durchgehend. Ich denk die ganze Zeit an diesen blutigen Alten. Ja, aber was soll jetzt passieren? Vielleicht gehen wir ans Fenster gegen... Nein, geh nicht ans Fenster. Schade. Geh nicht ans Fenster. Also mein Ziel ist, dass alle sterben. Echt? Ja, sicher. Warum? Weil es lustig ist. Dass alle sterben? Ja, am besten überlebt nur Ryan, weil der geht immer ins Haus Ryan. Und er heißt wie Ryan Reynolds. Und Ryan Reynolds würde ich ficken, das haben wir vorhin festgestellt. Ansonsten müssen alle sterben. Und hier, wie heißt sie? Caitlin. Die finde ich auch gut. Die Kleine? Ja. Die ist cool. Aber es liegt an dir, sie zu retten. Richtig. Achso, das hatten wir ja schon. Die komische Oma. Ja, das ist das gleiche wie letztes Mal. Ja. Ich hab richtig nasse Hände. Für mich ist das echt schwer. Nein, draußen wird's auch schon dunkel. Ich schlaf heute mit Licht. Ach, da waren wir ja vorhin schon dran, ne? Du kannst auch noch zum Safe gehen, glaube ich jetzt, ne? Weil du 7739. Okay. Scheiße! 7739. Ah, hier ist es. 39. Bin drin. Ah, sehr gut. Munition. Ja. Sehr
Übrigens sehr viel vorbildhaft. Nur noch Feuerwerk. Vorbildlich. Vorbildlich, dass wir das ja, trinkt. Aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Feuerwerk mitnehmen? Feuerwerk. Ja. Da okay, lassen. Du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Er macht immer dieses hey, eine Ding zu viel, ich ne? Hinten so zerfetzt das Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp. Nicht bewegen. Oh Mann! Peanut Butter Butter Pops. Das Peanut sind Butter, meine Butter Pops. Lieblings Butter Pops. Oh Gott. Was sind Butter Pops? Was sind Butter Pops? Herzlich oder beurteilend, sind die nicht für Kinder? Ja. Sind die nicht für Kinder? Was? Ja, aber ich war auch mal Kind. Du warst eins? Das ist gemein. Hör zu, probier einen davon und ich verspreche, du änderst deine Meinung. Keine Chance. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Komm schon, das ist der beste Snack aller Zeiten. Stirbt gerade was in dir? Okay, vergiss es. Was wohl? Mehr für mich? Dieser Typ ist der Inbegriff von Cringe. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten eine und allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. Hat er das gerade gesagt? Okay. Das ist wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Schubkarre! Digga, das heißt Schubkarre! Schubskarre, da wird nichts geschubst. Ich schubs die doch nicht. Danke. Da wird geschubst. Nein, da wird geschoben. Ja, aber. Da wird das verwirrt mich. Was macht der da? Na, kennst du nicht Cristiano Ronaldo? Ja, aber. Toll, Digga. So. Nein, ich bin nicht bereit. Ja, wir müssen noch ein bisschen machen. Ist noch zu früh. Eine Schuhkarre. Eine Schuhkarre. Hallo, Kiba. Hallo, mein Kleiner. Er hat richtig viel geschissen. Okay. Das Heiligtum. Kies gleich, was das ist. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Für was? Okay, ja, beeil dich einfach. Für Strom. Ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Ich hab gefusselt. Podcasts. Ja. Okay. Alter, der Dude sieht auch einfach ein bisschen so crazy aus, oder? Ja. Der sieht auch so ein bisschen aus, als könnte er als Traum haben, gruseliger Clown auf Kindershows zu sein. Ich kann jetzt abweisend sein, lass mich raten, oder freundlich, wie heißt der Podcast? Also der Dylan, den spiele ich nett. Den einen kann ich nur als Duschbag spielen, weil der ist ein absoluter Duschbag. Mit dem könnte ich so einen richtigen, arroganten Dude spielen. Aber ich glaube, das will der Spiel auch. Deswegen mach's nicht. Deswegen spiele ich ihn freundlich. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal? Ja, Pennywise. Bizarr oder anal? Meisterkram? Banal. Ach so, mehr so, ich hab wirklich anal verstanden. Ich hab wirklich anal verstanden. Die Frage, okay, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Eher anal. Anal. Gecheckt? Anal? Du Wortakrobat. So. Mal sehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt. Gratuliere, du hast mit 32 den Humor von einem 16-jährigen Ami. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Stark. Okay, wenn du meinst. Ich meine, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Er sieht aus wie Pennywise. Ich weiß, er ist cool. Wie er den Kopf so hinlegt, so. War cool zu mir. Verstehst du? Aber ich habe Hit auch nicht geguckt. Ab 12 verändert sich der Humor eines Mannes nur noch in Nuancen. Nuancen?
Sacrebleu. Sacrebleu, bleu. Da liegt was am Boden. Nuancen. Boden. Ey, wozu das denn hier? Ist das geraucht, oder? Chris, Mr. H meinte, es ist auch für Bären. Bären? Hier? Ja, ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr. Weil sie wissen, dass dein Gewehr hängt. Ja. Lass es doch einfach. Lass es einfach. Ernst. Was, wenn wir sie brauchen? Verspielt. Was, wenn ein Bär auftaucht? Er sieht sehr ernst aus gerade. Aber ich weiß es nicht. Er könnte auch ernst aussehen und im nächsten Moment was richtig verarschend Gemeines spielen. Ich hatte so viele Jungs in meiner Pubertät, in meinem Umfeld, die genau so waren. Wo du dachtest, die sind nett und dann haben sie diese Nettigkeit nur genutzt, um dich richtig hart zu verarschen. Und jetzt bin ich mit so jemandem zusammen. Ich habe irgendwie drauf gewartet, dass das noch einen Knackpunkt hat. Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho, most dangerous game-mäßig drauf sind? Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja. Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei und die Jagdsaison fängt gerade an. Und? Was wenn, okay, sagen wir mal, was, wenn jemand uns umlegen will? Im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Mit Feuerwerk. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr. Oder wir bleiben im Haus. Nein, auf keinen Fall. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Was fliegt denn da für ein Staub durch die Gegend? Das ist Atmosphäre. Ja, also, das sind solche Dinger, das sind richtige Flocken. Das passiert, wenn man nicht staubsaugt. Na gut, Mann. Würdest du einen Saugenwitz machen? Nein, nein. Aber? Nee. Nix. Ist das was Unanständiges? Nein. Ich komme nicht um diesen Tisch rum. Ah. Ryan Reynolds. Chris Hacketts Büro. Der noch jünger aussehende Campleiter Chris Hackett mit seinen beiden Kindern, Caleb und Kyle. Sie sehen glücklich aus. Kaylee und Caleb Hackett. Weirde Kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, huh? Hm. Dim, 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 dim. Okay, da ist eine Luke im Boden. Ich guck erstmal noch drüben. Nicht, dass uns das noch irgendwie wegführt oder so. Vielleicht habe ich hier noch irgendwas. Das ist nur mein Handy. Ja, aber guck das doch mal an. Das sind Bilder. Handy. Geht das nicht irgendwie schneller? Ich kann sie für dich anfeuern. Los, macht schon! Ihr schafft das, Leute! Funktioniert nicht. Ich muss wohl warten. Alle sind so mega die Wichser in dem Spiel. Ja. Die sind echt alle, als würden sie sich nur verarschen. Ja. Kommt dir nicht bekannt vor? Nee. Komisch. Wow, was für ein altes Ding. Tschüss! Wieso? Kalle ist so anstrengend, wenn er nicht spielt. So, lies vor. Flirten, damit ich zu einem Date einladen kann. Sarkastisch. Dein Handy weiß sonst nicht, wofür das da ist. Ich will flirten. Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Mm, smart. Wenn ich da mit einer Mobilnummer anrufe, explodiert Ryan das wirklich Ding interessiert. Hier. Ja, hallo? Geil. Was? Was? Wer ist dran? Das war mein Fehler. Hallo? Ich hab mich mega erschrocken, die hat reingeflüstert. Weird, ich dachte, da wäre jemand. Das hab ich jetzt nicht gehört. Und du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, das war die Chance. Das war diese Flüsterstimme von der Oma. Ich hab mich erschrocken, deswegen ist das mir runtergefallen. Tut mir leid. Aschi. Kann ich das nochmal antatschen? Gut, und dann haben wir da hinten noch diese Falltür.
Open. Open up. Na, hallo, was ist das? Open. Nein, ich möchte es nicht aufmachen. Hörst du das? Man sieht es auch. Ist das eine Falltür? Da ist ein Henkel. Verspielt geheimer Sex-Dungeon oder misstrauisch, sie führt wohl in den Keller. War klar, dass der strengere Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja, ja, ja. Ich wette, Mr. H steht auf richtig schräge Sachen. Ich glaube nicht. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Aha, warum? Geheimer Sex-Dungeon. Das sind die zwei, aus dem Prolog. Wahrscheinlich nur in den Keller oder so. Mach doch auf. Prolog. Oh Gott, ich gehe da nicht runter. Sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also nein. Doch. Ganz schön theatralisch. Nein. Doch. Nein. Doch. Geh runter und guck, du passt nein, da bestimmt nein. durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Nein, ich gehe da nicht runter. Du gehst da runter. Falltürschlüssel willst du runterklettern. Wenn du das jetzt zumachst. Was dann? Da ist das mega lame. Was siehst du? Oh mein Gott, Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Hier ist nichts. Oh. Doch, da. Ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Nein. Er wird das so Heißband. Sterben. Ist vielleicht. So nice. Sei reichen. Still. Da liegt das Heißband. Es ist ziemlich spooky hier unten und es riecht ganz komisch, also... Ja, okay, ich komme wieder hoch. Bitte geh wieder hoch. Bitte geh wieder hoch. Die wird brechen beim nächsten Mal gehen. Wenn wir dann nochmal versuchen, jetzt haben wir diese Leiter versaut, wetten. Ist der bequem, weil wir da jetzt schon einmal runtergegangen sind. Und dann werden wir versuchen, von unten hoch zu fliehen und jetzt ist es gelockert und dann. Ich glaube, wir haben das jetzt verkackt, den Weg. Ist doch geil. Nimm nicht die Leiter. Alter, er ist so creepy. Ja, der Kopf immer so. Verspielt, klingelingeling, abweisend, er kriegt's schon nicht mit. Wir flirten weiter. Klingelingeling. Oh, sorry, Mann. Ich geh mal ran, einen Moment. Hallo, Hackett's Quarry Sommercamp. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Was kann ich an diesem wundervollen Sommertag für Sie tun? Wen wolltest du nachmachen, Mr. H? Ja, aha. Ja. Ja, ich... Sie haben völlig recht. Er muss wirklich netter zu Dylan sein. Und, was noch? Also, er soll Dylan auch seine Nummer geben. Naja, das ist schon recht forsch, aber ich sehe mal, was sich machen lässt. Smart. Er flirtet richtig mit ihm, ne? Ich finde das mega nice. Tauschtelefon. Ich brauche irgendwas, worauf ich mich konzentrieren kann. So eine schöne Love Story, damit ich keine Angst haben muss. Hm. Ui, Tagebuch. Oh. Laura Kearney und Max Brindley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Laura und ja, Max. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Ich hatte recht. Nein. Du hattest nicht recht. Du hast gesagt, dass der Prolog davor war. Nein, du hast gesagt, dass das Camp davor war. Nein, ich habe gesagt... Spul zurück. Du hast gesagt, das Camp war vor dem Prolog. Nein, ich habe gesagt, die sind zuerst da und jetzt sind wir nach dem Prolog danach reingekommen. Du hast das andersrum gesagt. Du hast gesagt, dass das Auto dort steht im Prolog. Ich habe gesagt... Chat. Ja, dass das Auto da steht, das habe ich gesagt. Aber... Ich habe gesagt, dass das der Tag danach ist, weil das auch jemand im Chat geschrieben hat. Ja, nicht der Tag danach. Ich habe gesagt, das ist eine Woche oder zwei Wochen danach, weil das ganze Camp stattgefunden hat. Das geht ja nicht nur eine Woche, nicht nur an einem Tag. Das war ja das, was ich gesagt habe. Dass die nie aufgetaucht sind und jetzt sind wir nach dem Camp. Also da ist das ganze Sommercamp dazwischen. Die sind mittlerweile, wenn sie tot sind, sind sie verwest. Ach. Spiel. Ja, da hast du halt recht. Aber ich habe es tatsächlich anders verstanden, als du es gesagt hast. Aber dann ist ja egal. Eine Liste mit den Namen der Betreuerinnen und Betreuer sowie persönlichen Angaben und ihren Aufgaben im Camp. Zwei Namen sind durchgestrichen. Laura Kenry und Max Brindley. Wieso sind sie nicht aufgetaucht? Du hast Max getötet. Ja, er hat es auch verdient. Weil er ein faules Stück Scheiße ist. So, ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Maximal beschissen. Lassen wir das? Die Handys jetzt hier? Ja, die sind noch nicht fertig. Oh Gott, ich will die Handys nicht hier lassen.
Kiss. Also, hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Knutschi. Weiß noch nicht. Verstehe. Nicht hier sein. Nicht sterben. Nein, eher nicht. Dann Freund? Freier Geist. Cool, ja. Ich auch. Sind die Handys... Ja, sie können sicher noch ein bisschen laden. Jetzt wird gefickt. Okay. Ich hab doch gesagt, das knistert, ne? Ich hab mein Gefühl. Für Knister. Da hinten gibt's nichts. Oh Gott, da ist noch eine Tür. Ich will nicht noch eine Tür öffnen. Türen öffnen ist immer scheiße. Ja, Meister, gib mal Schlüssel. Man weiß nicht, was dahinter ist. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Toilette. Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Toilette. Hahaha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut. Aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber... Diesmal habe ich gefangen. An die Latte. Du redest Blödsinn. Oh. Oh. Begehbarer Kleiderschrank. Fresche Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist... Yo. Hey, vielleicht sollten wir... Ryan? Wow, was ist das? Alter. Diese Monitore, das ist das Camp. Hat Mr. H uns überwacht? Nein, nein. Ich meine, nein, nein, das kann ich. Erzählen Sie sich ja irgendwas. Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Bigfoot und so, solche Sachen halt. Verschmitzt. Er hat also Bigfoot gesucht, interessiert. Vielleicht mag er ja den Podcast. Sind wir interessiert? Sind wir nett zu ihm? Es gibt keinen Grund, nicht nett zu sein, oder? Dann sind wir interessiert. Ich wusste gar nicht, dass Mr. H auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Jeder braucht ein Hobby. Boah, das ist fucking gruselig. Was für ein Hobby? Ja nun, was will man hier sonst anstellen? Ja, kann mir vorstellen, dass das Camp ziemlich einsam ist, wenn sonst keiner hier ist. Ja. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Also, versteckt ist übertrieben. Er ist nur hinter so Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Oh Gott. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt morgen. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Können wir uns in dem Raum noch anschauen? Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Jetzt sehen wir allein sicher irgendwas Unangenehmes. Ich bin so nah. Es tut mir so leid, ich rede die ganze Zeit, wenn ich Angst habe, oder? Mach einfach. Hältst du meine Hand? Bitte. Da ist nichts. Ah, oh mein Gott! Was war das? Da ist wirklich was! Da werden immer mehr Kameras kaputt, ne? Nicht sein. Die oben sind auch schon kaputt. Oh. Das ist scheiße gruselig. Ich tu mir so schwer. Du
bist eine Arschgeige. Ich will dieses Ding dann nehmen. Und dann will ich nach Hause fahren. Hör auf zu lachen. Schön. Speicher dir das lieber mal ein hier. Das ist bestimmt wichtig. Escalation. Oh, da kann man extracten. Wie bei Tarkov. Ja, du darfst nachher noch Tarkov spielen gehen. Ich muss hier... Ich komme an diesen Schlüssel hier nicht ran. Ah, jetzt. Oh. Okay, war da was Besonderes dran? Was ist da? Also die Karten, ne? Genau, da sind die Karten. Und da haben wir jetzt gesehen, dass eine der Kameras kaputt gemacht wurde von einem weirden Dude. Das ist ein Samsung. Das andere nicht. Wir können jetzt noch das hier angucken. Bisschen Mucke machen. Da ist sonst nichts mehr, glaube ich, oder? Boah, wie lol, wie sieht das denn aus? Hast du es gesehen? Ja, es ist so ein Spiegeleffekt. Badezimmer? Badezimmer sind auch gruselige Scheiße. Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön hell. Ah, da ist was hinter uns! Geh da lieber nicht Chill dran. Doch, das ist Ryan. Ah, ist unspannend. Ja, jetzt habe ich schon Stress. Jetzt ist alles. Kannst du nicht bei jedem Pixel, der sich bewegt, die Fassung verlieren? Doch. Doch. Nein. Wir brauchen so Fast-Charger-Kabel. Charger-Kabel. Ich guck mal. Ich. Nice. Vollgeladen. Vollgeladen? Das ist 28%. Wollen wir zur Party gehen? Wir wollen zur Party gehen. Zur Party? Hey, fertig. Okay, cool. Gehen wir. Ich zieh mir krasse Sachen an. Ich glaube, es gibt ein paar Leute im Stream. Frage mein Vati. Danke. Er guckt mich an, was geht. Und ich sag konkret. Er sagt, wohin willst du? Ich sag, zu Party, zu Party, zu Party, zu Party. Ich kenne das nicht. Alle kennen das. Leute machen offensichtlich, Leute machen Trinkspiele daraus, ne? Jedes Mal, wenn ich mich erschrecke, siehst du das im Chat? Die Leute sind schon besoffen. Dein Chat macht Trinkspiele aus mir. Ja, wollen wir die Folge erstmal wieder beenden? Ja, auf jeden Fall. Wer muss die Abmod machen? Du. Ist das mein Video? Ja. Geil, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Super, super nice. Checkt auf jeden Fall noch Kalle aus, den ihr schon kennt. Und, Das weißt du doch gar nicht. Natürlich, alle aus meiner Community kennen dich. Nein. Du bist ein sicker Boy. Bitte abonniert mich, ich brauche Abonnenten. Er ist actually echt kurz für den 100.000 auf dem Channel, also macht mal. 9.000 fehlen noch.